Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Nach längerer Zeit kommt wieder was, und zwar rechtzeitig zum Wochenende oder wann immer du dieses Video guckst. Es geht in diesem Video darum, ob Gefühle in der Psychotherapie überhaupt, dass ich es rausbringe, echt sind oder ob ein Psychotherapeut quasi alles nur faked und gar nicht wirklich was empfindet, weil wie kann er das auch, wenn er doch einen Klienten nach dem anderen, eine Klientin nach der anderen bedienen soll, das geht doch dann gar nicht. Wie kann ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin es denn schaffen, von einem Klienten zur anderen Klientin seine Gefühle gleich anders umzustellen und nicht nachzuhängen, wenn zum Beispiel eine ganz eine schwierige Situation in einer Sitzung war, jemand einen psychischen Zusammenbruch hatte. Das sind die Themen, ganz breit gefächert in diesem Video, und wie sollte es anders sein? Ich mache erstmal eine Simulation für dich und eröffne dann hier in den Kommentaren die Diskussion. Ich freue mich also, wenn du deinen Input gibst, was du dazu meinst, wie deine Erfahrungen sind, wie du dir das vorstellst, erwartest, erhoffst, ob du in der Erwartung von deiner Psychotherapeutin vielleicht positiv überrascht wurdest, weil sie dir echte Gefühle gewidmet hat, spürbar, gefühlt echte Gefühle, oder ob du frustriert warst, weil du dir dachtest, oh Gott, das ist alles nur Übertragung, die Psychotherapeuten reden die ganze Zeit nur von Übertragung und die Gefühle, die ich als Klientin habe, ich spreche jetzt für dich, werden nicht ernst genommen. Los geht's, wenn ich hier sitze, bin ich in der Rolle der Psychotherapeutin, und wenn ich hier sitze, bin ich in der Rolle der Klientin. Stell dir vor, du bist jetzt in einer Psychotherapiesitzung, so Big Brother-mäßig, Zuschauerin, Zuschauer. Ja, Gefühle waren das Thema, dass ich manchmal, ich habe Ihnen ja manchmal, Susanne, schon rückgemeldet, dass ich das Gefühl habe, ja, ich habe das Gefühl als Ihre Psychotherapeutin, dass Sie starke Gefühle hier einerseits einbringen, und dann andererseits ist es manchmal so, dass Sie ganz teilnahmslos sich hier mir präsentieren, so als wäre ihnen alles egal, als ob sie ein Problem mit ihren Gefühlen hätten oder vielmehr nicht mit den Gefühlen selbst, sondern eher damit, sie zuzulassen, sie hier rauszulassen. Die Frage ist jetzt vielleicht, darf man das? Darf man seine Gefühle, auch wenn es jetzt Gefühle für die Psychotherapeutin, für mich sind, darf man die ungefiltert rauslassen oder treten sie mir dann zu nahe? Das sind so die Gedanken, die sie bei mir ausgelöst haben nach den letzten Sitzungen. Weil sie da ab und an so, weiß nicht, wie ich sagen soll, sie haben so einen Eindruck vermittelt, dass sie gerne was sagen möchten und dann lieber nichts gesagt haben. Entschuldigung, meine Lieben, kurzes Cut. Ich musste kurz eine Ameise vertreiben. Das ist real life. Jetzt bin ich in der Rolle der Klientin. Wollte nur verhindern, dass mich die Ameise von hinten attackiert. Ne? And attack. Humor muss auch sein. Jetzt bin ich, wie gesagt, in der Rolle der Klientin. Ja, das mit den Gefühlen ist wirklich so ein Ding. Wenn das so einfach wäre, ich habe halt oft, ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie mich nicht so ernst nehmen, beziehungsweise, dass die Gefühle, die ich habe, also nach der Sitzung oder zwischen den Sitzungen, dass sie halt unerwünscht sind, beziehungsweise halt nicht ernst genommen werden können, weil sie haben ja auch noch andere Klientinnen vor mir, nach mir. Ich bin ja gerade einer im Treppenhaus begegnet und Sie sind gerade einer im Treppenhaus begegnet. Da würde ich gerne mal kurz nachfragen. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Versuchen Sie einfach authentisch zu sein, mir hier wirklich reinen Wein einzuschenken. War da ein Gefühl da? Und wenn ja, welches? Denn Sie wissen ja, irgendwie wollen wir doch an die Gefühle rankommen. Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn, wenn wir nur im Kopf bleiben. Und Sie haben ja Vertrauen in mich gesetzt, dass das alles hier gut aufgehoben ist. Dann würde ich Sie bitten, einfach mir jetzt zu sagen, an diesem Beispiel, wie war das mit dem Gefühl im Treppenhaus? Was hat das ausgelöst, die andere Klientin zu sehen, von der Sie ja meinen, dass sie mir vielleicht näher steht oder dass ich sie lieber habe? Das war ja das Thema der letzten Sitzungen. Welches Gefühl das auslöste? Gar keins. Okay, Sie sagen, ich spalte meine Gefühle ab, wenn ich gar keins wahrgenommen habe, aber ich kann jetzt nicht sagen, was das bei mir ausgelöst hat. Das Übliche hat das bei mir ausgelöst, was
andere Menschen immer auslösen, nämlich das Gefühl, dass die besser ist als ich, dass sie, so wie sie gesagt haben, beliebter ist als ich, dass sie die lieber bei sich haben als mich und dass sie mich nur so hinnehmen und froh sind, wenn die Stunde um ist und sowas halt. Das haben wir ja schon oft besprochen, ne? Aber irgendwie würde ich lieber über was anderes reden, als darüber, ich meine, wenn Sie gerne von dieser Klientin reden, bitte gerne. Ich meine... Aber das ist doch jetzt ein Gefühl, ne? Jetzt sind Sie gerade genervt, ne? Weil ich mit der Klientin begonnen habe. Vermittelt Ihnen das den Eindruck, dass ich lieber über die Klientin rede, als über Sie? Keine Ahnung, ja, vielleicht. Aber was wollen Sie mich da jetzt festnageln? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht beleidigen, aber ich fühle mich jetzt irgendwie so in die Enge getrieben und irgendwie weichen Sie mir schon wieder aus. Ich habe eigentlich vom... Entschuldigung, ich wollte Sie... Ich war jetzt zu schroff, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es sagen soll. Entweder ich sage gar nichts oder es bricht so aus mir raus, aber irgendwie kann ich es auch nicht mehr verschweigen. Ich habe echt starke Gefühle für Sie, keine Ahnung welche. Und ich finde es einfach nervig, wenn Sie dann immer so reagieren, ja, ja, das sind die Übertragungsgefühle, das ist ganz normal. Wir Psychotherapeutinnen lösen das bei unseren Klientinnen mithin aus und das ist halt so und das gehört dazu, aber das sind ja keine echten Gefühle, nur Übertragungsgefühle. Verdammt nochmal, die Gefühle fühlen sich aber verdammt echt an. Entschuldigung, jetzt habe ich Sie angepumpt. Ich bin völlig crazy, aber mich macht das so fertig, dass Sie mich nicht ernst nehmen, dass ich nicht mal in meiner Psychotherapiesitzung ernst genommen werde. Susanne, nur weil es Übertragungsgefühle genannt wird, wird es ja trotzdem ernst genommen. Das heißt ja nicht, dass es deswegen Fake-Gefühle sind oder eingebildete Gefühle. Übertragungsgefühle, also Gefühle, die sich quasi auf den anderen übertragen, aus der Vergangenheit stammen, weil der andere Ähnliches auslöst bei einem, wie Bezugspersonen in der Vergangenheit, und man dann ähnliche Übertragungsphänomene, Wünsche, Gefühle, Sehnsüchte verspürt, die sind ja nicht fake, aber die sind eben auch nichts, was in der Realität verankert ist, sondern innerhalb des therapeutischen Settings. Und natürlich ist das therapeutische Setting auch real, das ist ja nicht Fantasie oder irgendwie geträumt. Aber man muss unterscheiden, wo und wie und auf welcher Ebene und in welchem Setting etwas entsteht. Und diese Gefühle entstehen aufgrund unseres Nahverhältnisses, das ja ein gewolltes Nahverhältnis ist aufgrund der therapeutischen Beziehung. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt einigermaßen klar ausgedrückt. Aber eigentlich wollen Sie ja wissen, was ich fühle, oder? Naja, klar will ich, also ich würde schon... Natürlich will ich wissen, ob Sie auch irgendein echtes Gefühl für mich haben oder ob das alles nur Dienst nach Vorschrift ist es nicht. Ich weiß, Sie sind ja echt begnadete Therapeutin, danke auch dafür. Aber ich drücke mich so missverständlich aus und ich könnte mir echt den Hintern beißen, weil ich mir denke, jetzt verbocke ich mir alles. Sie werden mich jetzt sicher rausschmeißen irgendwann. Nächste Sitzung haben Sie sicher eine Ausrede, warum sie nicht stattfinden kann, weil ich zu weit gegangen bin. Ich soll mir keine Sorgen machen. Ich soll einfach weiterreden. Na gut, dann versuche ich's. Also wenn ich einfach weiterreden soll hier, dann würde ich halt sagen, mich würde schon interessieren, was Sie für Gefühle für mich haben. Ob das dieselben Gefühle sind wie all die anderen Klientinnen, die da im Treppenhaus zum Beispiel, haben Sie für die dieselben Gefühle von Sie haben mal gesagt, Sie finden mich sympathisch und Sie finden mich besonders. Sagen Sie das zu der anderen auch. Ich bin mir sicher, dass Sie das zu der anderen auch sagen. Sie können doch nicht Ihre Klienten unterschiedlich behandeln und die einen gut und die anderen weniger gut. So, das geht ja nicht. Sie können ja gar nicht. Also Sie müssen ja zu allen nett und liebevoll sein. Sie müssen ja alle mögen. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Hat, meine Lieben, eine gute Frage, oder? Die Klientin gerade in dieser Simulation aufgeworfen hat. Müssen, / können Therapeutinnen all ihre Klientinnen mögen, schätzen, gleich gern haben? Oder gibt es da Unterschiede? Was meinst denn du? Was haben denn deine PsychotherapeutInnen zu dir gesagt,
wie du bist, wie du auf sie wirkst, welche Gefühle du auslöst, oder ist es ein absolutes Tabu? Es kommt ja immer auch auf die Therapieschule, auf die Ausbildungsrichtung an, ob das jemand als Therapeutin überhaupt sagt oder eben nicht sagt, ob das überhaupt Thema ist oder ob nur über die Gefühle der Klientin gesprochen wird oder ob beide sich öffnen in irgendeiner Art. Übertragung, Gegenübertragung, das ist jetzt nicht Thema dieses Videos hier, das genauestens nochmal zu erklären, das habe ich in anderen Videos bereits getan, aber mich würde interessieren, glaubst du denn, dass die Gefühle echt sind und denkst du wirklich so wie die Klientin, hast du auch diese Furcht, dass sie mit jedem gleich umgeht, die Therapeutin, dass sie quasi ja, fließbandartig Gefühle produziert und die sind dann auch gleich wieder, wenn du gehst, weg? Das würde mich interessieren, ist doch ein wichtiges Thema, ne? Hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun und auch viel mit Selbstwert, denn wenn man das Gefühl hat, die macht das ja nur, weil sie muss und die macht das mit jedem gleich, dann ist das ja nicht so ein Selbstwertbooster, wie es denn wäre, wenn man sich individuell gemeint und wertgeschätzt fühlt. In diesem Sinne freue ich mich auf deine Kommentare, schönes Wochenende, tschüss, bis gleich.